Servus und moin moin. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die meisten von euch haben Ferien, deswegen dachte ich mir, komm, versüße ich euch mal die Zeit mit einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal wieder Clips an, die ich gefunden habe und mir dabei dachte, holy sch**, das muss ich euch zeigen. Seid gespannt, denn ich habe hier auch einen Bray gefunden, der für immer in der Friendzone des Grauens feststeckt. Jetzt schon mal F für ihn. Aber dazu gleich mehr. Rate my airport outfit. Okay, zeig mal her. Zum Fliegen ist eigentlich chilliges Outfit immer am besten. Wow, wow, wow. Ich glaube nicht, dass du damit fliegen kannst. Das ist echt nicht lustig. Wie ehrenlos. Stell dir mal vor, die Person hinter dir sieht das auf einmal beim Einsteigen in das Flugzeug. Ich würde mir einschießen und eine Panikattacke bekommen. Was für ein kranker Psycho will hier mit mir fliegen? Nee, nee, nee. Ich dreh um. Ich flieg doch nicht. Auf Nummer sicher. 10 von 10 Outfit. Helft mir, ihn zu finden. Also erstens heißt es, helft mir, ihn zu finden und nicht hilft mir. Flughafen-Crush. Oh, ist das etwa hier die Fortsetzung von diesem Typen? Fand sie etwa sein T-Shirt nice? Wie peinlich. Wie unangenehm er auch noch in ihre Richtung schaut und sie bastet. Die Welt ist verloren, Mann. Anstatt sie ihn anspricht, macht sie lieber TikTok, damit man ihn danach findet. Hä? Macht gar keinen Sinn. Als ob sich das jetzt rumspricht, er sich meldet und die beiden auf romantisch ein Paar werden. Oh, Moment mal. Das war ich. Hab aber dann Hautfarbe gewechselt, weil mir das zu peinlich war. Mama, du. Irgendwie bezweifle ich, dass du das warst. Also, ja. Ich glaube nicht, dass du die Person am Flughafen warst. Aber trotzdem, guter Versuch. Hätte fast geklappt. Probier es einfach noch paar Mal und irgendwann findet sich schon die Richtige. Und apropos die Richtige finden. Wer von euch hängt in der Friendzone? Hm? Kommt. Seid ehrlich, raus mit der Sprache. Wer von euch ist gefangen da drin? Ich glaube, jeder hatte schon mal die Situation. Ich tatsächlich auch. Und jeder, der kennt, der weiß ganz genau, da kann man auch selten was machen. Manchmal ist man einfach so tief drin, dass man nicht mehr rauskommt. So wie er hier. Die beiden sind beste Freunde und teilen das mit allen öffentlich. Wie vielleicht manche wissen, ist das mein bester Freund. Und er hat schon ein paar Tattoos, okay? Und er hat nie wirklich so ein Ding über seine Tattoos gemacht. Gestern hat er sich dann, bevor er sich sein neues Tattoo gemacht hat, mit mir getroffen und war so, oh mein Gott, Dana, ich mache mein neues Tattoo. Ich war noch so im Spaß. Aber wer, es hat was mit mir zu tun. Ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst, Mann. Ich erkenne in diesem Blick, dass er unbedingt raus will aus der Friendzone. Wer, es hat was mit mir zu tun. Und er war so, nein, und ich habe es ihn aber voll abgekauft, okay? Nachdem er sich das scheiß Tattoo stechen hat lassen. Oha, Tattoo. Die nimmt ihn jetzt schon auseinander. Der Arme. Kommt er zu mir und zu einer neuen. Ich muss die Folie jetzt abziehen, du kannst es gleich sehen. Und ich war so, oh Gott, was ist es, okay? Seht selbst. Es ist wunderschön, okay? Es ist wunderschön. Nur hier steht mein Geburtsdatum. Ich liebe ihn dafür und ich hasse ihn dafür. Aber wisst ihr, es ist Geburtsdatum. Chaos überstech ich im Notfall. Damn! Damn! Ich glaube, wir denken uns gerade alle das Gleiche. Ein gefallener Bruder, der einfach nur raus will. Die Kommentare sind auch gottlos. Gönn dem wenigstens einmal. Bin ich auch der Meinung. Wie tief steckst du in der Friendzone? Er? Ja. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Wow, 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 wow. Chill, chill. Okay. Wir sind uns alle einig, oder? Der Bray würde, wenn er könnte. 100%. Er hat sogar versucht, mit Tattoo zu klären. Und jetzt, weil das gesamte Internet auch der gleichen Meinung ist, macht sie natürlich ein Video dazu. Er würde. Alles andere wäre gelogen. Mein bester Freund hat sich für mich ein Tattoo stechen lassen und alle haben so kommentiert, er würde ja, wenn er könnte. Genau das testen wir heute. Oha, er wird getestet. Alles für die TikTok-Likes. Ich bin komplett davon überzeugt, dass Freundschaft zwischen Mädchen und Jungs funktioniert. Und deshalb habe ich meinem besten Freund geschrieben, hey Stumpfi, willst du vorbeikommen? Der Gute war dann mit Freunden unterwegs, aber ich hätte gerne mitkommen können. Damit war ich natürlich überhaupt nicht zufrieden und dann meinte ich so, hey, bin allein zu
zu Hause ein bisschen angetrunken. Ich würde gern mit dir Zeit daheim verbringen. Ich wollte das Ganze noch mehr ausreizen und meinte dann so, die ganzen TikTok-Kommentare haben mich einfach zum Nachdenken gebracht und ich denke, dass da vielleicht doch mehr als Freundschaft zwischen uns ist. Auf seine Antwort musste ich auch nicht lang warten, weil der gute 24/7 online ist. Stumpfi war dann, hä, alles gut bei dir? Oh na, der hat jetzt schon den Braten gerochen. Der weiß ganz genau, dass er gerade verarscht wird für ein TikTok. Seid ehrlich, wer von euch wäre drauf reingefallen? Ich glaube, ich wäre wirklich drauf reingefallen und hätte dann so voll peinlich zurückgeschrieben, dass ich down dafür bin, dass wir eine Beziehung führen. Und dann, wenn klar wird, dass sie mich verarscht hat für TikTok, würde ich so sagen, so, ja, na klar, wusste ich doch. War mir von Anfang an klar, ich habe nur mitgespielt, ich habe dich jetzt verarscht. Als ob ich was anfangen wollen würde mit dir, du bist doch nur meine beste Freundin. Hä, alles gut bei dir? Kann gern vorbeikommen, wenn es dir nicht gut geht, aber was hast du mit zum Nachdenken gebracht gemeint? Wir sind beste Freunde und es wird auch immer so bleiben. Test bestanden. Der Arme wird hier einfach als Social-Media-Experiment genutzt. Wie gottlos ist das denn? Er steckt in der unendlichen Friendzone, weiß es und wird davon noch ausgenutzt für ihre TikToks. Ein doppeltes F für ihn. Der Arme weiß sogar, dass er verarscht wird und lässt es trotzdem mit sich machen. RIP. Er weiß es halt wirklich. Das ist echt krass. Aber zum Glück gibt es ja noch ein Video mit den beiden zusammen, was uns jetzt nochmal beweisen soll, dass sie wirklich nur beste Freunde sind. Wie soll mein bester Freund und ich nie zusammenkommen werden? Das ist ja mein bester Freund und er hat sich vor ein paar Wochen ja mein Geburtsdatum tätowieren lassen. Haben einige mitbekommen, dass da mein Geburtsdatum steht und da gab es ja viel Kritik. Jetzt wollte ich mir mal so ein paar Fragen beantworten. Wie lange sind wir schon befreundet? 6 Jahre, 7 Jahre. Das ist so depper, wir sind noch keine 7 Jahre befreundet. Wir sind seit 5 Jahren befreundet. Ja gut, ab jetzt bin ich 100% davon überzeugt, dass er insgeheim will. Er würde auf alles schießen, hätte er nur einmal die Chance. Okay. In den 5 Jahren hatten wir noch nie was miteinander. Eigentlich hatte er auch schon 2 feste Beziehungen. Wie vielleicht manche mitbekommen haben, ich bin seit 18 Jahren Dauersingle. Wo bist du denn im Standby-Modus? Der braucht es bis er es regeneriert hat. Der Bre liebt dich, der Bre will was von dir. Was sagst du dazu? Sicher, auf jeden Fall. Ich hoffe, man hört die Ironie. Ja, die Ironie. Die Ironie. Also für mich klang dieses sicher sehr, sehr sicher. Sicher, auf jeden Fall. Ich hoffe, man hört die Ironie. Oh mein Gott! Der Bre wird bald ins Gym gehen. Denken Leute wirklich, ich würde jetzt auf ihn stehen, wenn er ins Gym gehen würde? Oder was ist der Sinn dahinter? Selbst wenn ich gehen würde nichts von dir wollen. Und wenn ich gehe, ist meine eigene Entscheidung und ich war lange Zeit. Und die war lange Zeit in die Gym. Bruder, komm. Wir wissen doch alle, dass du in sie verliebt bist. Keine Mühe, das jetzt noch zu überspielen. Die einzige Person, die nicht davon überzeugt ist, ist sie. Obwohl, die weiß es bestimmt auch. Ich hatte damals auch so eine Freundin, die wusste auch 100%, dass ich insgeheim in sie verliebt bin. Aber ich war einfach in der Friendzone. Und ich bin da auch echt nicht mehr rausgekommen. Jetzt zur großen Frage, wieso wir nie zusammenkommen werden. Das ist ganz einfach. Ich stehe auf braunhaarige Typen. Nicht auf blond. Gut, alles klar. Wir werden den Bre bald ganz zufällig mit braunen Haaren sehen. Hat er sich dann ganz zufällig gefärbt. Bro, ich wünsche dir ganz viel Glück. Ich hoffe wirklich, du schaffst es da irgendwie raus. Meine Unterstützung hast du. Und jetzt noch einmal etwas, um das Gehirn wirklich abschalten zu lassen. Wenn die Welt 1 Million Jahre alt ist und wir im Jahr 2024 sind, leben wir dann nicht 1 Million Jahre alt? Ich frag erst gar nichts. Alles gut. Ich werde jetzt nicht fragen, ob ihr zufällig auf die Frankfurter Hauptschule geht oder irgendwie so. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ich bin auch keine 21 Jahre mehr alt, sondern 1 Million Jahre. Es gibt keinen Namen, der mit N anfängt und mit O endet. Ist das nicht komisch? Das ist sehr komisch, ja. Sehr mysteriös. Ich glaube, das ist eine Verschwörung, der ich beitreten würde. Das System und die Regierung müssen gestürzt werden. Es ist doch offensichtlich. Es gibt keinen Namen, der mit N anfängt und mit O aufhört. Und was ist jetzt mit Nico? 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 Alle Leute, die Nico heißen, sind nicht echt und gehören zu der Matrix, weil es kann eigentlich keinen Namen geben, der mit N anfängt und mit O aufhört. Das hat sie doch gerade gesagt. Ich frage mich immer, wie es zu solchen Interviews kommt. Was führt dazu, dass sich die Leute in dieses Video trauen und dann so eine Aussage droppen? Hä? Bei Menschen 10 Minuten atmen, wie waren wir denn auf dem Weltall? Auf den Weltall. Wir waren nicht auf dem Mond. Nein. Wir waren auf dem Weltall. Ach nee, stimmt, waren wir ja auch nicht, weil wir nur 10 Minuten atmen können. Bro, what the f***? Hä? Das macht alles gar keinen Sinn. Also wenn Elon Musk 400 Milliarden Euro hat und er gibt jedem Menschen 1 Milliarde Euro, dann ist er immer noch der reichste Mensch der Welt.
Gut, alles klar. Dann soll mir Elon Musk bitte jetzt was abgeben. Ich brauche auch nicht mal eine Milliarde oder eine Million. Gib mir einfach 100.000. Schöne 100k. 100 Düsen auf mein Konto. Das würde mir erstmal reichen. Mehr will ich doch gar nicht. Ist das zu viel verlangt? Real Talk, IQ Level Duisburg. Das hat mir echt den Verstand geraubt. Welche Bildung genießen die hier eigentlich? Dort wird auch Schule geskippt wie ein Weltmeister. Imagine, das ist dein Arbeitsplatz. Oha! Ja, okay, okay. Ich dachte, im Arbeitsvertrag steht, dass man für gute Arbeitsverhältnisse sorgen muss. Alter! Also erstmal, wer auch immer auf unironisch solche Musik hört, geht's euch gut? Ernst gemeinte Frage. Geht es euch gut? Wer denkt sich an einem Samstagabend, yo, lass mal in den Club gehen und zu dieser Musik turnen? Ich würde epileptischen Anfall nach 3 Minuten bekommen. Und die hier? Die ist doch nach erster Arbeitsschicht komplettes psychisches Wrack. Man lässt doch alle Nerven und Gehirnzellen dort liegen, wenn man sich das stundenlang geben muss. Nee, geiler Job auf jeden Fall. Das macht Laune. Das macht Bock. Das hat sie sich bestimmt vorgestellt, als sie sich dachte, komm, ich mache jetzt einen entspannten Ferienjob an einer Bar. Das ist echt hart. Und wisst ihr, was genauso hart ist? Ich. Wenn ihr jetzt auf diesen Daumen nach oben drückt und mich abonniert. Natürlich nur, wenn es euch gefallen hat. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein.